Und hiermit wieder ein herzliches Willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Hier ist euer Momentumari, wie ihr seht, mit Final Fantasy 15. Ich will da runter. Wir springen! Okay, es geht nicht springen. Aber sag nicht, ich hätte es nicht versucht. Geht auch nicht. Ja, Wellness nicht. Ich will nicht Wellness nicht, will da runter zum Pier. Ja? Und will auf dem Pier. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, Final Fantasy 7 war für mich eigentlich mein Highlight, ja. Weit und breit kein Schiff zu hatte sehen. Was. Aber wieso? Bis zum nächsten Mal. Ja, weiß ich, irgendwer draußen. Weil man aus Altissia derzeit nicht wegkommt. Meinen Quellen nach hat Niflheim angeblich ein Embargo verhängt. Ihr müsst die Noctis-Truppe sein. Habe ich recht? Höchst erfreut. Mein Name ist Dino. Ja, als Reporter habe ich so meine Quellen. Von mir bleibt nichts geheim. Von eurem Jagddebüt habe ich ebenfalls gehört. Ihr seid inkognito, oder? Keine Angst, ich halte dicht. Allerdings wäscht eine Hand bekanntlich die andere. Na komm, hör mir mal zu. Vielleicht hat er irgendwas Interessantes. Was liegt denn an? Sehr schön, du fackelst nicht lange. Gib mal deine Karte. Hab euch auf der Karte eine Stelle markiert, wo es Rohedelsteine gibt. Die brauche ich für meinen Zweitjob. Im Gegenzug versuche ich, euch ein Schiff für die Überfahrt klarzumachen. Oh, und meinen Mund zu halten, natürlich. Ja, klingt fair, ne? Legen heute wirklich keine Schiffe ab? Der Hafen scheint echt geschlossen. Okay, der Typ hat uns Mineral ja direkt erkannt. Naja, wir verheimlichen es auch nicht wirklich. Er meinte, er sei Reporter. Herzlich willkommen bei uns. Hallo. Ja, wir müssen ja alles eintragen noch, ne? Mit etwas frischem Fisch? Parkplätze. Ortschaften. Wow, Schatztruhen, alles bekomme ich, ne? Hier ist unsere Karte. Das ist, ich kann mir nichts leisten. Könnten Sie uns damit vielleicht zur Hand gehen? Alter, die sind alle Level 11. Nee, kann ich nicht. Beehren Sie uns bald wieder. Ich würde es gern probieren, ne, Leute, aber ich will nicht irgendwie scheitern. Da gehe ich, oder fahre ich zumindest lieber zurück und mache die ganzen anderen Quests noch, ne? Vom Startgebiet und so. Wer doch gelacht. So, die, ich glaube, die hat was. Die hat nichts zum Reden für mich, okay? Die Katze. What? Eine Katze. Was ist? Gehst du spazieren? Hast du dich etwa verlaufen? Dann hast du bestimmt Hunger. Hunger, also. Verstanden. Warte mal eben. Jungs, wir müssen hier irgendwas suchen. Futter, meinst du? Du könntest was angeln. Gute Idee. Das machen wir. Angeln! Wo? Oh. Ich stoße ins Wasser, Alter. Was ist denn los? Kann ich hier angeln? Ah, hier. Okay, da drüben kann ich irgendwo angeln. Und zum Mineralvorkommen muss ich auch. Kann ich da schon abkürzen? Ja, perfekt. Natürlich muss ich schauen, ob noch irgendwo was herumliegt. Ja, wie gesagt, Final Fantasy VII hat geprägt. Es war einfach ein klasse Spiel. Also das kann man irgendwie schwer beschreiben. Es war einfach ein Traum, ja. Der Bösewicht, der Sephiroth war der Hammer. Wirklich. Was ist es? Was denn? Mir ist ein neues Rezept eingefallen. Da bin ich aber gespannt. Okay, ein neues Rezept, nur weil ich da interagiere. Okay, wie soll es rechts sein?
Aber wir wollen ja kurz was angeln für die blöde Katze und dann gehen wir Mineralien suchen. Muss ich da wieder was kaufen? Nee, oder? Moin moin! Zum Küstenfischen hier? Was tue ich damit? Haltbarkeit 1000. Besten Dank! Wow, wow, wow. Schaft und Schnurriss. Okay, ich habe anscheinend schon ein bisschen hey, was im Inventar. Markt, da kann man bestimmt gut angeln. Echt ja, mache ich ja. Das wäre das erste Mal, dass wir außerhalb der Königsstadt angeln. Was es hier wohl Nein. für Fische gibt? Weiß nicht. Versuchen wir es einfach mal. So. Okay, R2 einholen dann. Komm her, kleiner Fisch, ich sehe dich doch. Wo ist er denn jetzt? Ich will einen fetten Fisch. Da ist nichts mehr. Oh, wo sind denn die Fische? Ich sehe nichts. Da war einer. Hab dich gesehen, Freundchen. Ein Fisch ist auf deinen Köder aufmerksam geworden. Versuche ihn langsam durch unregelmäßiges Einholen der Schnur zum Anbeißen zu bewegen. Kann ich in der Zwischenzeit etwas King's Knight zocken? Lass mal lieber, unser Prinz wird sonst stinkig. Komm her. Ah! Richtung des Pfeils, okay. Angelroute ausrichten. Komm her. Oh. Ah, ich hab ihn. Gut. Ah, ich bin so ein Profi-Angler. Oh nein, die Schnur reißt. Wow. Katzen würden Fischfraß kaufen. Jawohl. Oh. Gut gemacht, Nacht. Sehr schön. Habe ich gut gemacht. Und die Schnur ist nicht gerissen, ne? Ja, erschlag ihn doch. Meine Fresse. Nacht, die Schnur hält nicht mehr lange. Ja und? Komm, wir probieren das noch. So, da ist auch ein Fisch. Komm her, ich sehe dich. Komm her, nimm ihn. Nimm ihn. Nee, will nicht. Einmal probieren wir es noch, oder? Komm. Ja, ich weiß ja schon. Du solltest besser eine neue Schnur verwenden. Wie nehme ich ihn? Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Und... Das sind drei Fische, ne? Ob dein Vater auch geangelt hat? Nicht, dass ich wüsste. Gut. Jawohl.
Und wieder. Ich habe ihn. Sehr schön. Jetzt angeln habe ich jetzt draußen, ne? Noch so einen. Dickkopfmakrele. Ja, es reicht aber jetzt auch schon, ne? Eine Angel, alles hat er dabei, ne? Ein Speer eingeschoben. Oh, jetzt bin ich fast ins Wasser rein. So, ich glaube, jetzt können wir zur blöden Katze, oder? Kann das sein? Komm, wir füttern einfach kurz die Katze, ne? Die hat uns das jetzt ein bisschen gezeigt, dass man hier anscheinend noch ein bisschen mehr machen kann, als nur Autofahren. Wobei das Autofahren, das kann man ja gar nicht Autofahren nennen, oder? Kann man ja gar nicht Autofahren nennen, liebe Leute. So kurz. Weißt du, das ist auch ein bisschen zu langsam hier, ne? Läuft ein bisschen langsam. Die Atmosphäre hier. Der Wind ist sehr angenehm. Ich muss schon sagen, gar nicht so übel hier am Meer. Ach stimmt. Du warst ja eigentlich noch nie so richtig am Meer. Wo ist denn jetzt die blöde Katze? Komm. Ist ein Fisch. Hier, frisch für dich gefangen. Wie? Magst du etwa keinen Fisch? Dann sehen wir mal, ob es im Restaurant was für dich gibt. Was? Okay, die Köchin um Rat fragen, aber ich habe keine Kohle, ne? Ja, Leute, tut mir leid, weil, wisst ihr, ich würde euch da gerne Action zeigen, Ende nie, aber... Ich muss auch einem Kätzchen helfen, ja? Die Feuerwehr muss auch ein Kätzchen vom Baum runterholen und ich muss das halt jetzt auch machen. Haben Sie vielleicht was, das einer Katze schmeckt? Erlauben Sie sich einen Spaß mit mir? Nee. Wie? Was? Nein, also, da ist so eine Katze. War doch bloß Spaß. Ich weiß Bescheid. Die kleine Mieze ist unsere beste Kundin. Es gibt nur ein Problem. Mir ist nämlich in diesem Augenblick ihr Lieblingsfisch ausgegangen. Um die Kleine zu füttern, müssten Sie mir also selbst einen davon besorgen. Habe ich den zufällig dabei? Vorzüglich. Ja, der Kellner meinte, er sei ganz frisch gefangen. So gut schmeckt's nur an der Küste. Habe ich den nicht schon? Gute Arbeit. Haben Sie bitte ein Weilchen Geduld. Sie haben wirklich ein gutes Herz. Aber seien Sie vorgewarnt, Katzen sind sehr anhänglich. Und das macht nichts. Echte Gourmets. Das habe ich auch schon gemerkt. Die lassen sich nicht mit billigem Essen abspeisen. Hier, fertig. Bringen Sie es zu ihr. Danke sehr. Das esse ich jetzt mit meinen Kumpels, ne? Können wir die einfach auf die Seite räumen? Ah, auf die Seite! Weg, Kind! Die schauen mich immer an, ne? Immer so halb verliebt schauen die mich an. Dich habe ich jetzt schon das zweite Mal gesehen. Verwöhnte Diva. Ich glaube, sie mag dich. Meinst du? Vielleicht lässt sie dich nie mehr gehen. Eine klammernde Frau kann einen den letzten Nerv kosten. Drachenschuppe? Es gab aber jetzt wirklich viel Erfahrungspunkte für das, dass wir jetzt eine stinknormale Katze füttern. Mal die da unten spielen, guckt euch das an, voll süß und so. Oh. So, ist das weit weg? Wäre vielleicht nicht gerade blöd, wenn wir mit dem Auto fahren, ne? Das kleine Stück darauf. Komm. Wir fahren mit dem Auto. Wieso automatisch fahren? Ja, komm, eine Minute Lass fahren. Nichts liegen. Okay. Wieso darf ich nicht fahren? Oh. Hat was, ne? Komm, wir schwelgen ein bisschen in Erinnerung. Absolut kein Respekt vorm Königshaus. Final Fantasy. Aber echt, wir sind faktisch Schlafburschen. Hier draußen sind Reine und Namen nicht viel wert. 9 war meiner Meinung nach ein bisschen kindlich gehalten. Besser als das Gehabe bei Hof. Hatte aber auch seinen Reiz, ne? Hatte wirklich seinen Reiz. 9, ja, da spielt man einen kleinen, ich glaube, Zidane oder Zidane hat er geheißen. So einen kleinen Jungen mit einem Affenschwanz.
War eine schöne Geschichte, muss ich wirklich sagen. Dann kam Final Fantasy X, das war eigentlich, ja, meiner Meinung nach einer der größten Erfolge. Wobei 7 auch sehr gut war. Also im 10er gab es zum Beispiel ein kleines Minispiel, das hieß Blitzball, ja. Halt, ich konnte stundenlang nur mit dem Minispiel hier irgendwie verbringen. Es war irgendwie so wie Fußball, nur unter Wasser. Also such's mal auf YouTube oder so, Blitzball. Hat was, ja? Hat was. Hier können wir irgendwas graben, oder was? Ist das der Ort, den Dino meinte? Ja. Ich glaube schon. Sehen wir uns mal etwas um. Und wohin als nächstes? Ich weiß es nicht. Ah, da drüben ist Feuer und Eis wieder. Komm, das gehen wir jetzt noch irgendwie extrahieren. Ich weiß gar nicht, was mit bei 99 passiert, ne? Was passiert bei 99, liebe Leute? Wisst ihr das? Und da drüben ist der Blitz. Vielleicht sollten wir heute hier übernachten. Ja, wäre vielleicht eine gute Idee. Einfach nur, weil die Erfahrungspunkte dann, glaube ich, aufgeteilt werden. Weil ich glaube, die werden nur aufgeteilt, wenn man in dem Modus hier ist. Also wenn man übernachtet. Und deswegen machen wir mal hier. Außerdem gibt es dann Essen. Genug geschafft für einen Tag. Bleiben wir hier? Okay, ich baue das Zelt auf. Boah, es ist alles so eine schöne Stimmung, ja. Die Musik ist einfach der Traum, ja. Das Ambiente ist einfach nur geil. Wirklich. So, was kann er jetzt kochen? Unser kleiner Koch. Gefällt mir, dass der dabei ist. Das heißt, wir haben dann auch gleich eine kleine Verstärkung durchs Essen für unseren nächsten Auftrag. Und jetzt natürlich meine Erfahrungspunkte. Und? 6. Ja, fast 7. Dann natürlich muss ich jetzt die Fotos noch aussortieren wahrscheinlich. Du bist begabt, Prompto. Speichern, das gefällt mir. Das gefällt mir. Ja, das nicht, aber... Ihr zwei seid echt ein Herz und eine Seele, was? Das nicht. Das sieht gut aus. Gutes Foto. Das ist komplett überbelichtet. Das sieht ja das noch besser aus. Für dich habe ich heute kein Foto. Würde jetzt Heidi Klum sagen, ne? Die Sicher gehören hier scheinbar zur Nacht, wie die Sterne am Himmel. Ja, leider funkeln sie nicht so schön. Ich könnte auf die Biester gut verzichten. In Insomnia war es sicherer. Da konnte man nachts im Park sitzen. Oder shoppen gehen. Ihr zwei Kleinen habt wohl ordentlich Heimweh, was? Na, hier kriegt einem doch nachts was in den Schlafsack. So wie deine Socken riechen. Okay. Ihr müsst euch einfach dran gewöhnen. Das ist es. Was denn? Mir ist ein neues Rezept eingefallen. Oh, da freue ich mich drauf. Ich will das aufheben, das ist ein bisschen... Ja, nervt ein bisschen, ne? So, hier müssen wir jetzt runter. So. Okay, dann hier drüben hin. Liefert Erze zur Herstellung. Ah, ist das, was wir brauchen? Das Erz? Das ist da unten, oder? Hoppala. Super, muss ich jetzt wieder alles rauflaufen? War ja klar, ne? Ja, ich bin natürlich runtergesprungen, ne? Ich will sie nicht irgendwie liegen lassen oder so. Hoppala.
So, gehen wir hier hoch. Dann gehen wir hier lang und wie es weitergeht, seht ihr natürlich in der nächsten Folge. Hat mich gefreut, dass ihr zugesehen habt und ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dieser Folge. Wenn euch irgendwas gestört hat oder so oder vielleicht ich cutten soll, schreibt es einfach in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zusehen. Ciao, ciao.